Arnold Cercai ist ein Schwergewichtsboxer. Und seit 100 Jahren ist kein Schweizer mehr so gut klassiert wie er. Bald sollte Arnold Cercai dann einen internationalen Titel mitkämpfen. Bis dahin muss er aber noch ein paar sogenannte Aufbaukämpfe gegen besser klassierte absolvieren. Dort gilt für den Arnold Verlieren verboten. Sonst ist der Traum von so einem grossen Titelkampf für ihn vorbei. Der Angelo Gallini, das ist sein Trainer seit 5 Jahren und er nennt den kräftigen Arnold liebevoll sein Baby. Und wenn er während der Kämpfe mitfiebert, dann hat man das Gefühl, er kämpfe, er fiebert mit, als ob es wirklich sein Baby wäre. Aufpassen jetzt! Kein Risiko! Kein Risiko! Beinarbeit! Beinarbeit! Schnaufen, Arnold! Schnaufen! Komm mal, Baby, aufpassen am Anfang. Schlo noch einen im Trippen! Eins täuschen, zwei fahren. Eins. Jawohl, sehr schön! Arnold Cercai in den weißen Hosen macht einen sicheren Eindruck. Trotzdem ist Trainer Angelo Gallina nervös. Denn bei Schwergewichtlern genügt ein Lucky Punch und der vermeintlich stärkere Boxer geht K.O. Doch Cercai, genannt der Cobra, hat noch nie einen Kampf verloren. Jetzt wieder zusammen mit Gallina ganz nach oben, will einen internationalen Titel. Boxclub Basel. Hier hat Cercai unter Trainer Gallina vor 5 Jahren seine Profikarriere begonnen. Inzwischen ist er 29 Jahre alt. Auf der unabhängigen Weltrangliste Boxrec liegt er auf Rang 47. Doch dank seiner makellosen Bilanz, 24 Kämpfe alle gewonnen, fordern ihn die weltbesten Boxer heraus. Gemeldet hat sich der Europameister aus England, Bad Boy Chisora, und die Nummer 2 der Welt, Kubrat Pulev. Doch Cercai musste ablehnen. Die Anfragen kamen zu kurzfristig. Arnolds Plan steht schon lange. Meine Ziele sind, Weltmeister zu werden. Und ich stand da, ich schaffe das und ich werde für das boxen, dass ich das hinkriege. Es gibt Leute, die werden sagen, nein, vergiss es, der wird nicht schaffen und so. Aber ich werde alles versuchen, das Beste hinkriegen. Wie die Weltbesten trainieren, weiß Cercai bereits. Letztes Jahr wurde er von Weltmeister Wladimir Klitschko zum Sparring aufgeboten. Was den Baslern dabei aufgefallen ist, mit wie viel Geld Klitschko arbeiten kann. Trainer Angelo Gallina kann in solchen Kämpfen abtasten, wo sein Schützling steht. Ob er angekommen ist auf dem Niveau der Weltklasse. Trotz der finanziellen Unterschiede kann er feststellen. Ja, also wenn man sich jetzt die aktuelle Weltrangliste anschaut. Nummer 1 ist Klitschko. Die Nummer 2 ist der Pulev. Mit dem sind wir eine Woche in Berlin trainieren. Und Nummer 3 ist der Tyson Fury. Da sind wir eine Woche in Belgien gewesen. Also er hat mit dem Weltbesten ist im Training gewesen und kann dann selber auch abschätzen, was da die Distanz ist. Und ich kann dir eins sagen, wenn er nicht gut gewesen wäre, die hätten ihn heimgeschickt. Weil die haben kein Interesse, mit Fallobsten zu trainieren, oder? Gegen solche Leute aber zum Ernstkampf anzutreten, sei noch zu früh. Gallina will für Arnold zuerst mit verbesserten Finanzen ähnlich gute Trainingsbedingungen schaffen. Doch die Sponsorensuche ist schwierig. Die meisten hängen schon mal ab, wenn sie Boxen hören. Und dann, wenn es ein paar gibt, die einen Boxer noch gut finden, dann fängt es beim Namen an, Arnold Cercai. Oder die Cobra ist noch gut, aber Cercai ist auch ein bisschen so ein heikles Pferd. Ich habe das Gefühl, wenn er Arnold Müller heißen würde, wären wir jetzt in einer anderen Position. Oder? Dezember 2013, Boxing Days Bern. Cercais Gegner, der Brasilianer Gilberto Domingos. Cercai braucht Siege, damit er in der Weltrangliste aufsteigt. Verlieren ist tabu. Sonst ist der Traum von einem Titelkampf bereits jetzt ausgeträumt. Zwei Stunden zuvor im Untergeschoss des Kursaals. Arnolds Team bereitet sich auf den Kampf vor. Der Countdown läuft. Sie haben mich schon immer aufgeregt, das Haar. Einmal auf. Jetzt machen wir noch die Haare, keine Angst. Schau, der ist klein, bewegt sich auch schnell. Ja, mach nicht machen, ja, aber schön präzise Ziele. Ja, Fuß 1, ja. Gut, 1-1 täuschen. Ja, Papa, ja, die muss sie jetzt holen. Ja, sehr schön. Ja, da kommt der Pfeil wieder mal. Ja, sehr schön.
Flasche ist gut, gell? Drei Flaschen drinnen reinnehmen. Das finde ich gut. Ich muss kurz Doppeldeckung machen. Oh, no. Und da unten zu machen wir. Okay, ist gut. Jetzt muss ich mir noch. Das Vaseline habe ich noch zwei. Wasser haben wir genug, die ein bisschen auch. Machen wir drauf, oder? Ah, den noch. Ich bin hier drauf. Ich weiß noch nicht, bis wir da oben sind. Ist gut. Okay. Jungs. Baby. Hast du den Ding schon gemacht, da oben, der Ecke? Es ist der 23. Profikampf für Çerçay. Er will, er braucht den 23. Sieg. Baby, komm mal aufpassen! Aufpassen! Zu, jawohl, täuschen! Schaff mit Täuschung! Von Anfang an! Komm, lass uns schlafen! Komm, Schritt zurück! Schritt zurück, Arnold! Schritt zurück! Nach zwei Minuten hat Çerçay den Job erledigt. Der Gegner sah auf dem Papier besser aus als in Wirklichkeit. Dominguez war ein Aufbaugegner, der von der Bilanz her hat, 95% durch K.O. gewonnen. Wir haben seine Kämpfe im Internet auch analysiert und auch festgestellt, dass das wird nicht der Höllenkampf. Aber wir haben auch gewusst, er ist gefährlich. Und da muss man sich halt, und das gehört einfach zu diesem Aufbauprozess. Wir sind nicht im Tennis. Im Tennis kannst du gegen den Nadal spielen, verlieren, ist nicht so schlimm. Aber beim Boxen, so ein paar Matches machst oder verlierst, ist fertig, lustig. 6 Uhr morgens in einem Quartierladen im Basler Leon-Matt-Quartier. Die Filiale hat 360 Tage im Jahr geöffnet. Hier arbeitet Arnold Çerçay dreimal pro Woche. Entweder vor dem Training oder in einer Trainingspause. Er braucht das Geld. Das Geschäft führt ein älterer Bruder. Er bezahlt Çerçay den vollen Lohn, auch wenn der nie und nimmer 100% arbeitet. Es ist eine Art Familiensponsoring. Arnold ist bei uns 100% angestellt. Wenn er aber trainieren muss, dann ist jemand von der Familie, der kommt, helfen. Ist aber wichtig, dass der Arnold jeden Sonntag hier im Geschäft ist und mit uns schafft. Denn am Sonntag gibt es auch für den kleinen Bruder trotz Training keine Ausnahme. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag noch. Merci. Diesen März Casino Basel. Der bislang wichtigste Schritt Richtung Titelkampf steht an. Çerçay boxt nun gegen einen deutlich stärkeren Gegner, den südamerikanischen Meister Nelson Dominguez Zarate. Es ist ein Kampf, den Çerçay so schnell nicht vergessen wird. Dreimal geht Zarate zu Boden. Doch er steht immer wieder auf. Zarate ist erfahren, hat 100 Runden mehr geboxt als Çerçay. Es ist eine ungewohnte Situation. Çerçay steht unter Stress. Ja, ich habe das Gefühl, er war einfach überfordert, dass der andere drei oder viermal wieder aufgestanden ist. Weil er hat ihn ja grausam verwutscht. Oder? Also ich habe schon gemeint, nach dem ersten Niederschlag, der zweite Runde, ist fertig. Oder? Nicht aus dem Konzept bringen, hallo. Mach die Box still, bitte. Ja, mach die still, bitte. Patch, Patch, Meierarbeit. Du musst ihn boxen, Arnold. Du musst ihn boxen, ganz einfach. Gell? Come on, Baby, come on. Die Rechte offen, jawohl. Schnaufen. Schnaufen, jawohl. Jawohl, schnaufen. Schau doch bis genau. Es ist schon so, dass ich auf ihn muss hören muss. Aber alles kann ich nicht mitbekommen. Also, ich muss auf mich schauen. Du einen aufwärts, wenn er kommt. Ja, schön mit links aufwärts. Er kriegt alles mit. Er schlägt so. Schnaufen, Arnold! Schnaufen! Ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass ich mal vergessen habe, so schnaufen. Aber
das ist ja so bewiesen, dass man durch Stress schnaufen vergisst. Und genau in einer Situation wie Boxen, das ist sehr anstrengend und man vergisst man schnaufen. Und deswegen ist der Trainer und sagt mir, schnaufen. Eins und unterbleiben. Unterbleiben. Komm mal, weiter schaffen, weiter schaffen. Jawohl! Çerçay's Kampf Nummer 24 ist zu Ende. Es ist der 24. diesmal hart erkämpfte Sieg. Der bislang wichtigste auf dem Weg zu einem Titelkampf. Schon hart, aber ist gut. Pausen gibt es keine. In 3 Wochen ist der nächste Kampf. Der Countdown läuft. Aber der Weg bis zum grossen Kampf gegen einen grossen Gegner vor grossen Kulissen, der ist auch für den besten Schweizer Schwergewichtsboxer noch sehr, sehr weit. Als nächstes, wir haben es gehört, sind 3 Wochen im Juni, nämlich dann auf der Schau im Emmental.